Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Es ist eine ganze Weile her, dass wir überhaupt mal aufgenommen haben, wenn ich drüber nachdenke. Der Grund dafür ist ganz einfach und ich werde es euch mit wenigen Worten erklären. Ich hatte keinen Bock. Okay, weiter geht's. Wir waren... Letztes Mal haben wir diesem Weichei dabei geholfen, seinen Ängsten vor der Dunkelheit beizustehen. Was ist das? Ein Schlafzimmer? Ein Schlafzimmer? Ich weiß, was das bedeutet. Fang erstmal an, deine Lippen zu bewegen, wenn du sprichst. Wir sind immer noch dabei, Leuten aus ihrem Albtraum zu helfen. So gesehen. Was machst du da? Geh da weg! Die Stimmen für dieses Spiel sind grandios gewählt. Nein, nicht zu nah ran, sonst kriegst du dich. Nö. Tentakel. Ja, nee, die fasse ich nicht an. Wenn die Schranktür aufgeht und der Krake rauskriecht, ob Traum oder nicht, das will ich nicht erleben. Okay. Ganz leise sein, sonst hört es dich. Wer denn? Wer nur? Das Monster in dem Schrank. Es hört dich und frisst uns beide auf. Sie ist ganz verängstigt, hat sie sowieso, aber sie muss begreifen, wie sie ist ganz verängstigt. Ich verspreche, es wird dir nichts tun. Dir Angst machen! Schwörst du's? Ich schwör's. Ich lasse es nicht zu. Aber du musst zurück nach Hause. Ich habe mich verlaufen. Der Weg führt dahin durch, durch den Schrank. Ich kann da nicht rein. Es frisst mich lebendig auf. Nicht, wenn wir es vorher vernichten. Auch so ein Enderpunkt auf der Stirn. Hast du den Schlüssel? Ich weiß nicht, wo er ist. Mami schließt jeden Abend ab. Sie sagt, ich soll brav sein. Sonst schließt sie wieder auf, damit das Monster mich frisst. Du hast eine tolle Mutter. Tolle Erziehung. Ja. Hab keine Angst. Ich finde den Schlüssel. Und was immer da drin ist, ich bin stärker. Versprochen. Bist du sowas wie ein Superheld? So etwa, genau. Was hältst du von meinem Kostüm? Ja, echt cool. Und man sieht jetzt nur einen Schnitt. Oder man sieht nur noch wieder, wie ihr Bein im Schrank verschwindet. Toller Superheld. Was haben wir hier? Könntest du... Oh mein Gott. Ja. Warte, hier ist irgendwas. Oder? Nein? Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, diesem Ding gucke ich nicht in den Kopf. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Nie wieder. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht, meine Liebe. Ah, die Glühbirne. Schmerz, Wut, Traurigkeit. Nein, natürlich nicht. Sei nicht albern. Es ist nur eine Glühbirne. Oh, ich mag dieses Spiel. What the fuck? Willst du mich eigentlich verarschen, Frau? Was zum Teufel soll ich... Moment, was ist... Nein. Irgendwas muss hier mit sein. Ich glaube wirklich nicht, dass nichts mit diesem Gemälde ist. Ich mach sie hell. Dieses Licht ist zu schwach, um Wirkung auf das Tentakel zu haben. Kann ich dann mit ihr reden? Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es fallen lassen. Es ist weggerollt. Sie weiß nicht, wo es ist. Sie wird nicht selbst nach dem Licht suchen. Sie hat Angst vor den Dingen, die durchs Dunkel gleiten. Hey, wer könnte ihr das verübeln? Ich, weil ich derjenige bin, der dem kleinen blöden Balk helfen muss. Okay, jetzt habe ich immerhin mal erfahren, dass ihr was... Oh, jetzt kann ich unter das Bett greifen. Nachdem ich erfahren habe, dass ihr etwas weggerollt ist. Ihr komische Taschenlampe oder sowas, keine Ahnung. Denke ich zu mal. Zu dunkel. Ich kann da unten nichts sehen. Reicht das, damit du da unten was sehen kannst? Dieses Licht ist zu schwach, um wirklich so. Bingo. Ich soll unter das Bett Licht machen. Okay. Bringerin des Lichts. Unter das Bett Licht machen. Gesandte der Elektrizität. Mal wieder eine tolle... Hör auf zu labern, wenn ich rede! Ich habe eine verdammte Taschenlampe. Was tue ich mit ihr? Ich kann nicht glauben, dass eine Mutter ihrem Kind so etwas antut. Licht.
Ja, gute Idee. Aber nicht Tentakel. Wenn die Schrauben sind furchtbar. Oh. Oh. Oh, oh. Ich habe was. Einen Schlüssel. Hä? Ah, ich verstehe. Du bist ein kleiner Weichflöter, hast Angst vor Licht, ne? Hä? Hä? Licht könnte funktionieren. Diesem Ding gucke ich nicht in den... Bleibst du jetzt drin? Oh, das nehme ich zurück. Total uncool. Es versteckt sich. Blödes, schlaues Tentakelding. Es ist zu schnell für mich. Oh! Das war easy. Sagt der, der eine Viertelstunde gebraucht hat, um dieses Rätsel zu lösen. Ich kann nicht glauben, dass eine Mutter ihrem Kind so etwas antut. Ich kann immer noch nicht mit ihr reden. Lord, fort mit euch, Tentakel. Verschlossen. Und verschlossene Traumschränke gehen gut, dass ich einen Schlüssel habe. Das Ganze folgt einer Logik. Nein, nicht zu nah ran, sonst kriegt es dich. Siehst du? Es ist weg. Jetzt bist du sicher. What? Vielen Dank. What the fuck? Aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wo meine Mami ist. Sie ist auf der anderen Seite der Schranks. Folge dem inneren Punkt auf deine Stirn. Er wird dich zum Ziel geleiten. Ich hab Angst. Was immer da drin war, ist jetzt weg. Versprochen. Na komm. Ich schwöre es auf meine dicken, unbeweglichen Lippen. Benutzt du eine Dream Machine? Mami zwingt mich. Sie sagt, dann sei ich beschäftigt. Und dann hat sie mehr Zeit, mit ihrer zu spielen. Wenn sie das nochmal macht, musst du Nein sagen. Das nenne ich doch mal tolle Kindererziehung. Vielleicht nicht. Aber sag ihr, dass es gefährlich ist und du Albträume davon bekommst. Und wenn sie nicht hören will, sag es jemand anderem. Oder schrei, wehr dich, lauf weg, aber benutze nie wieder eine Dream Machine. Ich könnte es Papi sagen. Er wohnt nicht bei uns, aber ich spreche ganz oft mit ihm. Mach das. Jetzt geh hindurch, dann wachst du wieder auf. Und Tentakelmonster. Vielen Dank. Wie heißt du denn? Zoe. Batman. Und merk dir, ich glaub, keine den Dream Machine. Joke habe ich schon mal gerissen. Wäre möglich, dass ich dich nicht nochmal finde. Wenn du nochmal in deine Dream Machine gehst, dann wirst du sterben. Das muss aufhören. Gut. Gut. Weiter zum nächsten Traum. Ich denke mal. Oh, hallo. Ich kenne dich aus dem Ende von Dreamfall. Was ist denn los da draußen? Immer mehr Leute geraten in Schleifen. Ich komme nicht mehr nach. Ich dachte, von den Dream Machines gehe keine Gefahr mehr aus. Ich dachte, dafür hätten wir gesorgt. Wenn nicht, was... Hallo, Zoe. Sorry, ja. Hi. Sieh mal, ich versuche Ihnen allen zu helfen und es ist zu schwer. Da sind so viele und ihre Albträume. Sie werden schlimmer. Du musst nach Hause. Hörst du mir überhaupt zu? Alles was nach Hause? Ich gehe nicht nach Hause. Für mich gibt es nichts dort. Da ist niemand. Da ist niemand. Außerdem werde ich hier gebraucht. Was wird sein, wenn ich sie im Stich lasse? Ihre Nachtschrecken sind Symptome einer größeren Krankheit. Solange die Krankheit aktiv ist und sich ausbreitet, kommen solche Leute immer wieder. Aber ich... Was soll das bringen? Es gibt keine zweite Chance. Ich bin nicht bereit aufzuwachen, mir selbst wieder zu begegnen. Ich habe Angst, das bisschen zu verlieren, was mir noch bleibt. Wenn ich die Wahl habe, will ich bleiben. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Das ist mir ein bisschen zu... Das hier ist mir ein bisschen zu... aufgeschlossen. Ich nehme keine Was Kraft. Was soll das? Ich habe keine Kraft. Ich belüge mich lieber selbst. Ich kann nichts tun. Der Traum wird vergiftet. Die Welt wird immer kranker. Sie alle brauchen dich. Wer? Wer braucht mich?
Alle, die leben, gelebt haben und leben werden. Du hast deine Realität schon einmal gerettet, Zoe. Diesmal stehen alle Welten auf dem Spiel. Die gesamte Zeit der Geschichten. Die gesamte Zeit. Wenn du aufwachst, wird all dies ein Traum sein. Und der Traum wird schnell verblassen. Bald wirst du ihn ganz vergessen haben. Es sei denn, du strengst dich an, dich zu erinnern. Woran muss ich mich erinnern? Du musst dein Herz und deinen Geist öffnen für Botschaften von jenen, die wissen, was zu tun ist. Verdammter Hippie. Weißt du es nicht? Ich bin nicht allwissend, Zoe. Vieles bleibt mir verborgen. Ich kann nur alle Fäden sehen, die gewoben werden. Aber das Gewebe selbst ist groß. Und zwar so groß, dass ich es nicht sehen kann. Ich bin zu nah dran. Und selbst hier liegen einige Teile der Vergangenheit im Dunkeln. Das quält mich. Ich glaube, jemand hat meine Erinnerung getrübt, um Wichtiges vor mir zu verbergen. Ein Feind. Ein Schatten, der die Zeit der Geschichten und andere Orte streift. Umso wichtiger also, dass du dich erinnerst. Ich muss mal wieder allen aus der Patsche helfen. Natürlich. Er sagt, ich solle mich entscheiden. Aber es fühlt sich nicht an, als ob diese Entscheidung etwas brächte. Die Entscheidung liegt bei mir. Ja, ich nehme bringt das. Es überhaupt etwas? Wenn du noch länger bleibst, kannst du vielleicht nicht mehr fort. Das wäre das Ende aller. Derer, die du liebst, derer, die dich lieben, aller anderen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aus der Geschichte gerissen, wie Seiten aus einem Buch. Na schön. Was soll ich also tun? Ich will, dass du aufwachst und dich erinnerst. Und dann will ich, dass Erinnere du... Dass ich die Welt rette. Habe ich ja letztes Simba, Mal schon so super hingekriegt. Du hast alles geändert. Diese Geschichte hatte einen Anfang und ein Ende. Nur aber gleichzeitig war sie nur der erste Teil deiner Geschichte. Wie wache ich auf? Es gibt eine Tür. Finde die Tür. Es gibt einen Typen, schließe den habe ich beauftragt, deine zu klatschen. Wenn sie abgeschlossen ist, wo ist der Schlüssel? Du wirst es wissen. Ich das will ist nicht tolle geheimnisvoll Hilfe. Tun. Du tust aber die ganze Zeit geheimnisvoll. Du schon. In dir. Da werde ich dir wohl einfach vertrauen müssen. Werde ich dich denn wiedersehen? Wenn alles gut geht, am Ende deiner Reise, wenn deine Geschichte abgeschlossen ist, wirst du mich wiedersehen. Ein letztes Mal. Also du bist sowas wie der Tod. Oder endgültig. Was? Aber gut, ich gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt. Schlüssel suchen, Tür öffnen, alles merken, Welt retten, meine Geschichte schreiben, fürs Nachspiel zurückkehren, voll das Heldenepos. Du schaffst das schon, Zoe Castillo. Ich glaube an dich. Und ich werde hier auf dich warten, rein gar nichts tunend. Vielleicht wären größere, kühnere Worte angebracht, aber sie würden dasselbe bedeuten. Viel Glück. Warum ist auf einmal mein Bett wieder so nah hinter mir? Oh. Okay. Ja, ich denke, Zeit und Raum werden in dieser Dimension nicht sehr viel bedeuten. Sehr schön. Okay, das bedeutet, ich muss in die reale Welt zurückkehren. Für die, die es vergessen haben, in diesem Spiel geht es darum, dass zwei Welten nebeneinander existieren. Einmal die Welt der Technologie, aus der Zoe kommt, und einmal die Welt der Magie. Und die Welt der Magie, genau. Und ja, jetzt muss ich wieder in die Welt der Technologie zurückkehren. Wenn ich je einen Weg hier rausfinde, dann ist das mein Tor. Ich selbst. Okay. Wie ich es aber schaffe aufzuwachen, das werden wir in der nächsten Folge klären. Danke sehr, dass ihr immer noch einschaltet und weiterhin mir treu bleibt, die drei Leute, die mich gucken. Bis zum nächsten Mal bei Dreamfall Chapters. Euer Fu. Just Fu. Bis zum nächsten Mal.